haben keinen Humor. Wie heißt der? Jay Jiggy. Bruder, der Typ denkt wirklich, er ist ein Rapper. Du bist kein Battle-Rapper. Du bist ein Kind, was rappt. Findest du bist ein besserer Rapper als Flair? Zu 300% finde ich das so, ja. Ja, safe. Also Skill, Reime, Flow, Punchlines, auf jeden Fall. Bitte, denn ich bin eh schon von der Rolle, so wie Tesafilme. Verdammt, ich geh ab wie eine Schneelawine. Lyrischen Songwriter-Skills und so. Also so als von Skills. Ganz andere Ebene, Digga. Du bist ein Kind, was rappt. Der Boy ist immer noch Akku, immer noch Safe, das Ghetto kein Radio, immer noch Butterfly unter dem Carlo. Doch bis hier mir kein Weg zu weit, zu weit. Trotzdem noch genauso wäre mein Konto leer. Ich hab dich. Boah, alle, das ist eine Zeile, Digga, die kickt mich weg. Sag ich euch ehrlich, ich krieg ein bisschen Gänsehaut gerade. Das ist eine geile Nummer, das ganze Ding ist echt fett, Alter. Hier kann keiner widersprechen. Flair sagt immer, was er denkt. Du bist ein Kind, was rappt. Alles nur Spaß, Boy. Ja, diese verfickten Pyramiden gebaut, Digga. Was glaubst du denn? Guck mal, die Pyramiden sind ja krasse Bauten, Gebäude so, ne? Wie, die Art und Weise, wie die gebaut wurden. Und die sind vor zigtausenden Jahren gebaut wurden. An Orten, an verschiedenen Orten, die man nicht hätte erreichen können damals. Da hätte keiner, also du konntest, in China steht eine Pyramide und in Ägypten steht eine Pyramide. Ne? Die gleich sind. Aber derjenige, der die in Ägypten gebaut hat, der konnte unmöglich nach China, um die da zu bauen. Weil damals gab es keine Flugzeuge und diesen ganzen Kram. Ne? Die Pyramiden stehen alle auf einer Linie. Verstehst du das? Also, jetzt fickst du mich gerade. Also guck mal, hier ist eine Pyramide irgendwo auf dem Platz, auf der Welt. Hier ist eine und hier ist eine. Und wenn du von der einen in Ägypten einfach gerade die Linie verfolgst, kommst du irgendwo am anderen Arsch der Welt bei der nächsten Pyramide an, Dicker. Und weiter geht's auf die nächste. Ende, das ist so krank, führt diese Linie in die Antarktis, genau an den Punkt der Antarktis, den du nicht bereisen darfst. Er hat diese verfickten Pyramiden gebaut, Dicker. Was glaubst du denn? Ich weiß es nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, eine These von mir ist, dass es das alles so schon mal gegeben hat. Es gab schon mal eine Hochkultur. Es gab schon mal Autos, Flugzeuge, alles. Man kann auch sein, dass ich gerade vollkommen im Bullshit bin. Psychedelischen Erfahrungen mir unfassbar viel gegeben haben in meinem Leben. Es ist einer der schönsten Momente in meinem Leben gewesen. Ich weiß ja, ich kenne dich ja gut. Du bist ja so ein Astronaut. Es war willkommen. Es war unfassbar, ja. Du verlierst jegliches Gefühl über Raum und Zeit. Du gehst in eine andere Welt. Es hört sich crazy an, aber es ist wirklich. Du verinnerlichst dann durch Psychedelics und Psychedelics, Homie. Komm mit dem Islam zusammenzubringen. Für mich war nur immer wichtig, dass ich im Hinterkopf wusste, wenn der Tag zu Ende ist, selbst wenn er bis 5 Uhr morgens geht, kann ich nach Hause gehen und mich abschießen. Aber dein Bushido-Feature ist dir einfach so viel mehr wert als dein Künstler, dass du einfach mir die ganze Zeit auf WhatsApp nur schreibst, lass doch mal die Leute in Ruhe, du hör doch mal auf, die Leute zu leppen. Ach so, aber bei Flair soll ich dann... Kann ich da auch echt drauf verzichten, wenn er sich vorstellen kann, mit mir ein Feature zu machen, dann ist es natürlich seine Meinung, klar. Aber juckt mich halt auch nicht. Bei Pia ist es genauso, ja, wie wir es auch schon mal erwähnt haben. Ich habe kein Beef mit dem, ich will auch gar kein Beef mit dem, aber es gibt halt auch einfach Punkte, da will ich halt einfach, also da sind die Leute mir dann auch echt egal. So, weißt du? Ich feiere auch Keanu überhaupt gar nicht, den feiere ich halt null. Life is Pain ist dann als Ganzes für mich halt auch nicht so, dass ich sage, so, yo, Alter, das ist jetzt irgendwie Death Row für mich oder sonst irgendwas. Juckt mich halt auch nicht. Deutsche Rapper haben wieder keinen Humor. Warum gibt es denn kein Mond ist flach Theorie? Oder Mars ist flach Theorie? Wir wissen gar nicht, ob der Mars überhaupt existiert. By NASA's Mars rovers, directly from the surface of the planet. Ja, aber der Mond existiert, oder? Den kannst du doch sehen, oder? Ja, aber warum ist der nicht flach? Wir sehen doch immer nur 2D. Ja, aber nee, man sieht
den Mond, dass es dreht. Drehen? Natürlich. Wann siehst du den Mond, dass es sich dreht? Teleskop kannst du sehen, aber nicht, dass es sich dreht. Dass er sich bewegt. Du siehst immer nur eine Seite vom Mond. Immer dieselbe Bewegung. Nein, du siehst immer nur dieselbe Seite vom Mond. Er macht dieses Thema nicht auf, ich bin wahnsinnig. Aber ist jetzt Erde jetzt flach oder nicht? Weiß ich nicht. Doch. Aber auf jeden Fall stimmt da was nicht. Die Theorie, dass die Erde rund ist, gibt es auch circa seit 300-400 Jahren. Und genau seit 300-400 Jahren gibt es diese Großfamilien wie Rothschild und so. Schon merkwürdiger Zufall. Aber auf jeden Fall stimmt da was nicht. Okay, wir sind mittendrin, ne? Die Erde ist ja rund, ne? Ja. Und die hat einen Radius. Die hat einen Radius. Und es gibt Leute, die wirklich mit einer hochentwickelten Kamera auf einen Punkt des Erde gegangen sind und auf der anderen Seite der Erde. Nicht auf der anderen Seite, sondern ein Stück weiter, ungefähr 200, 300 Kilometer weiter. Dürfte man doch den einen Punkt zum anderen Punkt nicht sehen, weil es ja rund. Wenn der hier steht und der andere da ist, haben wir die Erdkrümmer. Die können sich nicht sehen. Ja. Ja, aber mit der Kamera konnten die sich sehen. Ja, aber dann waren die vielleicht nicht weit genug voneinander. Waren die? Ja. An den Polen ist die flach. Also etwas abgeflacht. Aha. Das weiß man ja, das ist ja... Gestiegen, ne? Bis zu dem Punkt, wo man nicht mehr steigen kann. Und dann ist man schwerelos, ne? So, das heißt, er hat die Erdatmosphäre verlassen. Die Erde dreht sich ja mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit von 100.000 km/h. Die dreht sich aber auf jeden Fall schneller als Lichtgeschwindigkeit um die eigene Achse. Auf ein neues. Mit schönen Globus hier in der Mitte. Man muss auch über sich selber lachen können, ne? Man sollte nicht zu ernst durchs Leben gehen. Ich zeige mit dem Finger auf euch und denke, Rapper haben keinen Humor. Die Knockout-Foto hoch, triffst du Tschetschen? Ich bin Tschetschener. Wir hatten uns auf Tschetschenien. Wer will reden jetzt? Wait a minute. Bist du in Tschetschenien in Grozny geworden? Ja. Yeah. Dann seid ihr mit, ja, warst du ungefähr 6 Jahre alt? Ja. 6 Jahre später, 95, bist du dann nach Deutschland gekommen? Ja. 5, 6 bin ich nach Deutschland gekommen. Aha. Da sind wir aus Polen gekommen. Bist du in Tschetschenien in Grozny geworden? Ja. Jetzt schreiben, also wusstest du das, weil du sagst Business-Strategie? Nein, wusste ich nicht. Mit Business-Strategie ist gemeint, dass wir halt sagen, dass das unser Verwandter ist. Warum? Weil er halt aussieht wie wir und das halt sich gut vermarkten lässt. Woher kommt er denn jetzt? Ja, also das ist eine sehr, sehr interessante Frage, auch für mich selbst. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich aus Polen gekommen bin. Ich bin Tschetschener. Wir hatten uns aus Tschetschenien. Tschetschener, ne? Ja, Bruder. Geil. Tschetschener, ne? Ja, Bruder. Ich hab nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich aus Polen gekommen bin. Ich war noch klein, als der Krieg ausbrach, musste ich gehen, ganz allein. Hey, wie viel hast du aus der Zeit in Tschetschenien mitgenommen, nach Deutschland? Kannst du dich noch an einige Sachen erinnern? Ja, ja, okay. Auf jeden Fall. Also, bis ich irgendwie 4 war, ist es natürlich schwierig, sich an Dinge zu erinnern. Aber das, was man dann noch weiß, das sind keine schönen Dinge. Was waren deine Erlebnisse in Tschetschenien? Ist auf jeden Fall ein kriegsgeprägtes Gebiet. Ja, definitiv. Also, das ist... It was at this moment that he knew. He fucked up. Und halt mich in einem Tschetschenien fit. In meinem Land ist es Krieg. Ich bin auch der Meinung, dass es an der Zeit ist, so nach 3 Jahren im Deutschrap-Game. Wie lange rappst du schon? Boah, seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren. Ja, 15 Jahren. Seit 15 Jahren. Hä? Wie alt bist du? 29 jetzt. 29? Wie alt bist du denn nun wirklich? 20 bis, also 50. Irgendwas zwischen 20 und 50. 89 bist du in Tschetschenien in Grozny geworden. Ja. Fake. Ich finde, Deutschland fehlt Härte. Absolut Härte. Immer weg von den Weihnachtsplätzchen. Du willst ein bisschen Wirbel in die Szene wieder reinbringen, sagst du? Und ist auch so alles ein bisschen auf Kuschelkurs und so. Du bist im Winter für mich wie ein Frühlingswärmestrahl, weil ich von dir immer ein Stück in meinem Herzen trag. Deutschland fehlt Härte. Ich war wie Naruto Uzumaki. 3, 4 Songs, glaube ich. Ja. 3, 4 Songs, glaube ich. Ja. Wie lange rappst du schon? 15 Jahren, glaube ich. Seit 15 Jahren. Das ist richtig NRW, so, ne? Von deinem Slang, wo kommst du her? Es ist für mich nichts Besonderes, von irgendwo zu kommen. Ich bin Tschetschener, komm aus einem zerbombten Land. Ich bin Tschetschener. Selbst Alexander der Große hat damals gesagt, solange noch ein Tschetschener lebt, wird kein Russe in Sicherheit sein.
doch nur Spaß, Boy. Deutsche Rapper haben wieder kein Humor. Das alles doch nur Spaß, Boy. Die kommen immer härter als zuvor. Das alles doch nur Spaß, Rapper. Bei mir immer vorgeworfen wird, ich wäre so der Verschwörungstheoretiker. Der Aluhut vom Dienst. Problem mit Medien. In erster Linie mal mit den Mainstream-Medien habe ich ein großes Problem, weil sie fake as fuck sind. Geht darum, den Leuten irgendeine Scheiße zu verkaufen und die Leute auch vor allem dumm zu halten. So krass sind die Leute schon gebrainwashed in Deutschland und das ist das Traurige. Und davon will ich die Leute wegkriegen, von diesem Schafsdenken. Oh, einer blökt so und wir gehen alle in die Richtung. Also die Wahrheit ist, das ist gelogen. Was uns serviert wird. Das hat vor allem eine Agenda dahinter. Kann man natürlich da drin antisemitische Klischees. Antisemitische Klischees finden, dass das so aussieht, als wollte ich die Juden, was halt Tradition hat irgendwo, als Herrscher des Finanzkapitals, die eigentlich dem Teufel dienen. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ehrlich gesagt, kann ich es nicht nachvollziehen. Ja. Gib mir einer mal kurz meinen Aluhut, bitte. Was? Was ist denn zum Chemtrail-Boss Xavier Naidoo? Wieso Chemtrail-Boss? Nur weil er sich ein bisschen interessiert, was wirklich auf der Welt passiert? Und direkt als Verschwörungstheoretiker Vogel mit Aluhut aufgesetzt. Sauerei. Das ist automatisch direkt der Aluhutträger. Zu naiv durchs Leben gehst und die Dinge nicht selber hinterfragst und auf andere vertraust, dass du den Abgrund runterfällst mit den anderen Lemmingen. Und das ist Free Spirit. Das hat damals schon in der Schule angefangen. Ich habe immer Dinge hinterfragt. Ich habe auch damals 9-11 hinterfragt. Richtet mal zum Beispiel über Pizzagate. Wie wäre das denn? Wenn da von euch einer mit Gewissen in irgendeiner Redaktion sitzt und über Pizzagate objektiv berichtet, ich gebe dir sofort auf die Hand 25.000 Euro. Wie viele Songs habe ich denn schon gemacht vor King gegen die Eliten dieser Welt? Wie viele Sachen habe ich da gesagt? Wie oft habe ich über Dinge aufgeklärt, wo ich weiß, ey, das kann Konsequenzen haben, da kannst du dir an Leib und Kragen gehen. Michael Jackson released am gleichen Tag, er nicht, er ist tot, aber sein Label hat das so veranlasst. Versuchte Sabotage von den Strippenziehern da im Hintergrund. Das ist einfach ein dreckiger Move von diesen Leuten. Ne? Ich lese immer öfter mal den Kommentar, oh, der Boss, der kann so schlau nicht sein, weil er glaubt ja nicht an die Evolutionstheorie. Wenn ich einen Fisch an Land lege, dann fängt er auch nicht an zu atmen. Ja? Allein das zu hinterfragen ist für die Leute schon so absurd, dass sie sagen, boah, der hat sie nicht mehr alle. Dein inneres Glück, dein Drive, das steuert alles der Hormonspiegel. Sowas wie Depressionen gibt es eigentlich nicht. Das ist einfach bei den meisten jungen Männern niedriger Testospiegel. Sowas wie Depressionen gibt es eigentlich nicht. Geschichte, die du da drin erzählst, Verschwörungstheorie, wie auch immer man es nennen will, auf Fritz Springmeier und das Buch Bloodlines of the Illuminati zurückgehen würde. Ist das so oder sind das zufällige Parallelen? Das Buch ist mir bekannt. In dem gefunden, dass er mit Alex Jones über so Gedankenkontrolltechniken der Illuminaten gesprochen hat. Er wird bezeichnet als rechtsradikaler Verschwörungstheoretiker und soll Verbindung zu einer Anti-Abtreibungsterrororganisation haben. Ich habe mit den Leuten nichts zu tun. Ich koche mein eigenes Süppchen. Aber du ziehst dir halt solche Bücher rein. And the loser of the day is Kollega! Der Boss. Der Angeklagte Keimers hat Angaben nach Paragraph 46b gemacht. Das ist die Kronzeugenregelung. Warum? Weil ich gelernt habe, Bruder. An der Schaltzentrale. Verteidiger, Richter und Staatsanwaltschaft hatten sich auf einen Deal geeinigt. Über seinen eigenen Tatbeitrag hinaus hat er dabei auch Angaben zu Hintermännern und Abnehmern der Drogengeschäfte gemacht. Alis Aussagen sind Hauptbeweise im Verfahren gegen Olla. Auf der Grundlage dieser Beweise verboten die deutschen Behörden den Club 2015. I'm a rat. I ain't no snitch. An der Schaltzentrale. Weil er gehört hat, dass sie ein Video von seiner Frau haben angeblich, hat dann Muffensausen bekommen und hat hinterrücken, während wir den Sampler machen, hat er schon mit denen geplant, dass es geklärt ist und es keinen Sampler geben wird. Und dieser Kreis. Weil jeder sagt, ja, die haben euch zerrissen durch JPGs, IGJ aus zerfetzt. Habibi, keiner kann uns zerfetzen, erstens. Wir hatten nur, wenn der Häuptling von der ganzen Gang eine F***e ist, und das Boot sinken lässt, was soll ich dann als Matrose noch machen? Verstehst du? Ich verstehe. Uns hat keiner, uns kannst du nicht. Wir waren EGJ, Bruder, wie willst du? Weedblunts am Fließband gehört, wirst du in Tempelhof rasiert wie ein Shaolin-Kampfmann. Hat keiner kann uns zerfetzen. Keiner darf Lars, ist okay, dann ramm ich den Butterflies rein. Kannst du nicht, wir waren EGJ, Bruder, wie willst du? Wenn ich mit Bushido spaziere, nennt man das Gassi. Hat keiner kann uns zerfetzen. This is nicht all you can eat, eat, sondern all you can eat. Kannst du nicht, wir waren EGJ, Bruder, wie willst du? Stress ohne Grund, versuch's erstmal mit Sex ohne Hund. Was soll ich dann als Matrose noch machen? Jetzt ist eh vorbei. Na dann, in zwei Wochen wächst er wieder raus, Bruder.
Leute, macht das lieber nicht, glaube ich, oder? Wenn die Auflage fertig ist, dann gibt es keine mehr. Kauft euch diese Box, so, weil bevor die weg ist, weißt du, dass es dann großes Gemecker gibt. 2000 Jahre später. Es gibt keinen Künstler in Deutschrap History, der für so viele Hall of Famer geschrieben hat wie ich, der bei so vielen großen Labels war. Bruder, wer hat denn für so viele Hall of Famer Deutschrapper geschrieben wie ich, Bruder? Die Historie, die ich hingelegt habe, rein vom Body of Work, Bruder, ist etwas, das gab es so noch nie. So überzeugt hat jedes Mal, obwohl er so Hate-Wellen bekommen hat und das gab es auch noch nie. Und das sind meine puren Skills. Wie gesagt, die Leute feiern mich für die Sachen, die ich sage. Kennst du? Ich bin ein bisschen dumm, kennst du? Kennst du? Und dann war ich da mit dem. Hab ich ihn in den Mund genommen, so, dann, kennst du, aber bis zum Hals. Und, aber hat nicht wehgetan. Leute feiern mich für die Sachen, die ich sage. Das ist richtig gut, wie du dich so hier selbst darstellst, als wärst du so krass. Warum hast du bei Feuer über Deutschland 1 gesagt, dass du ein halber Türke bist? Seist, wärst, weil bist du ja gar nicht. Guck, ich bin Iraner, halb Türke. Nee, mein, das ist schwierig zu sagen. Die Familie väterlicherseits kommt aus einer Ecke, wo Türkisch gesprochen wird und, ja, es ist so Aserbaidschan, die Ecke, es ist so, es gehört auf jeden Fall da irgendwo in die Ecke. Mein Vater kann Türkisch, mein Opa kann Türkisch und die ganze Seite können Türkisch. Ja. Aber generationsübergreifend bin ich ja ganzer Iraner. Was, Bruder? Passe Kanaken, ich hasse Kanaken. Nochmal, ich hasse Kanaken. Von Deutschland abgefuckt bist, aber uns hier die Leviten lesen willst, aber im Gegensatz dazu dann nach Dubai abhaust. Ich hasse Kanaken, ich hasse Kanaken. Nochmal, ich hasse Kanaken. Du kriegst keinen Hoch, kein Typ respektiert dich. Und du kriegst es nicht hin, mit deinem krassen Talent einen coolen Song zu machen. Drei Backpfeifen. Backpfeifen. Patsch, patsch, patsch. Und dann lag er da, Animus im Beast-Mode. Ich will kämpfen, eins gegen eins. Drei Backpfeifen. Er soll einfach mal Danke sagen. Weißt du, Animus, sag einfach mal Danke und dann musst du dir auch nicht selber diesen Film geben. Weißt du, einfach mal Danke sagen. Danke. Also wer kennt, wer würde dich kennen ohne mich? Danke. Kugelschreiber, Dicker? Und ich bin Heidelbergs Favorite mit den Rhymes und zerlege dich, wenn du meinst, du wärst nice. Moruk, du bist nur eklig. Jeder Satz macht nur Papp, Papp mit dem Scheiß, den ich bringe oder Drop, Drop, denn ich gebe dir einfach mein Kack, Kack. Moruk, mach gar keinen auf Pack, Pack, denn wenn ich dich in mein Rucksack pack, zeig ich dir, was los ist, so fick dich, spast. Mach ein Battle gegen Animus. Punkt. Er ist der krasseste. Denkt sich so, was ist denn da, wie realitätsfern kann man denn da sein? Ich spreche Animus einfach die Fähigkeit ab, ein Battle einzuschätzen. Look, oh shit, kitte dich homo mit tausender Bass. Und du meinst, du wirst irgendwie doof oder hart, doch schroll und hol den Spielvolumen mal runter, gebe dir Locke, denn da decke eine Idee zu tausender Bass. Bitte, der Level ist tief, als wäre ein Boden, mein Taliban kommen und bomben, es macht einfach BAM und das war's. Unfassbar kacke. Wie gesagt, Animus hat ein Battle auf Kamera, das war unterirdisch, hat sich da blamiert. Heidelberger Löwe, wow. Alter, wie schäbig kann man sein, sowas zu machen? Ja, niemand kann das so gut erklären wie Azad. Ich habe dir eine Bühne gegeben, wo die ganze Szene dich beleidigt hat und auf dich herabgesehen hat. Habe ich dich genommen, ich habe dich erstmal für eine Zeit als einziger rehabilitiert. Der hatte einen Ruf, wo jeder gedacht hat, boah, fass den nicht an, der ist voller Kacke. So, ne? Irgendjemand auf die Idee kommt, mir zu drohen. Ich gehe auch nicht zur Polizei, Bruder. Ich moonwalke zur Polizei. So gehe ich in die Polizeistation rein, Bruder. Ich mach den Elektro-Boogie in der Polizeistation, Bruder. Who the fuck ist Animus? Keine Relevanz, glaube ich. Hast du schon mal daran gedacht, aufzuhören, weil du nichts verkaufst? Ich meine, er hat auch kein gutes Standbein, so erst irgendwie maskulin rein, dann wieder maskulin raus, dann so Beef mit Flair und so. Ich hab geblasen und ich hab Deep Throat gemacht. Boah, Digga, ganz ehrlich, so, lass uns doch nicht so tun, als wären wir Freunde gewesen. Geflüchtet vor Angst, sollen wir No Name 2 schreiben, Dicker? Ich schwöre dir bei Gott, du bist eine Zielscheibe. Du bist so einfach ein Heuchler, auf beiden Seiten. Und du bist eine Dicker, du redest von Schlagen. Weißt du noch, wo Farids Leute dich geslappt haben und du wegen einer Schelle umgefallen bist? Digga, du bist ein Typ, der einschläft, wenn er geslappt wird. Du bist so
Rede nicht, guck mal, Animus, rede bitte nicht von Straßenscheiße, rede nicht von diesem ganzen Ding. Du bist ein Typ, du hast da gesessen im Gerichtssaal und hast gesagt, der war's. Red doch nicht mehr davon. Kennst du noch die ersten Bilder von ihm, wie der früher aussah, ganz normal, bevor er sich hochgespritzt hat, Dicker? Der war ein Strich mit so Dingsfrisur, mit so Bart, so mit so Dingsbart. Kennst du Grob Teckernbart? Bro, Alter, du bist so. Und jetzt wundert er sich. Jetzt wundert er sich, ne, warum er bei uns auf der absoluten Abschussliste steht. Das ist Hack. Der hat ganz anderes verdient. Leute, der hat was ganz anderes verdient. Normalerweise müsste ich verpassen. Sag ich dir so, wie es ist. Aber. Okay. Aber. Na, warte mal ganz kurz. Und das Einzige, was mich mehr ankotzt als ein Nazi, der Einzige, der ein noch größerer Sohn ist als ein Nazi, ist ein Ausländer, der selber Flüchtling ist und über Flüchtlinge herzieht. Dachte mir, ja, ich hasse Kanaken, ich hasse Kanaken. Nochmal, ich hasse Kanaken. Gucci tragen, doch leben von der Staatskasse Kanaken. Fast die Kotze gekommen. Wirklich die, fast die Kotze hochgekommen. Ich denke, wir Kanaken bringen viel mehr Positives mit als Negatives. Und da zu sitzen und zu sagen, ich hasse Kanaken wegen das, ich hasse Kanaken wegen das. Sei ruhig, bitte. Das ist ein No-Go. Nochmal, ich hasse Kanaken. Auf jeden Fall, ich liebe Kanaken. Und ich liebe Deutsche. Hey Animus, viele Grüße ins Exil. Ich denke, du hast grad mal eben Zeit. Flair ist gerade auch in Dubai. Heißt, Herr, du chillst eh daheim. Du wolltest ein Battle und ich spit von Seite, Brudi. Ich mach dich zum Hund mit Lines wie Disney-Zeichner Goofy. Dein Dasein wie dein Podcast, jeder hofft, es endet bald. Denn hiernach bist du bestenfalls ein Niemals bei Traps, wenn der heißt. Macht auf Dubai-Business, doch wer glaubt das Märchen echt noch? Warum klingt dein Podcast wie ne Tower-Werbesendung? Koro Bio-Dattel-Creme mit Schimmel und die Fitnessriegel. Wie oft willst du, wenn der Hals vor Kindern dein Gesicht verlieren? Business-Tipps von Animus, live direkt von Dubai aus. Von dir kann man höchstens lernen, wie man seine Uhr verkauft. Erst N ist Feind, dann N ist Freund, dann wieder Streit, jetzt wieder Blasen. Du verbiegst dich krasser als ein Regenwurm, man wieder Haken. Zwei Glatzen, doch nur eine Floh aus diesem Land. Panisch, ich mach meine Hose runter, rede mit meinem Schwanz Klartext. Nach des Rapper Fotzen, die in Livestreams vom Beef erzählen. Doch hast Rapper-Namen in jedem Podcast Folgentitel stehen. Der Wendehals des Deutsch-Rap-Senders dieses Jahr mal wieder Form. Online Hodja Animus, durch Römer-Talk zum Meme geworden. Reen ist Talk im Podcast über Anstand und Namus. Doch kein Problem mit Punchlines über Krankheiten von Roos. Ich nimm deine Ehre, so dass du für einen Monat weinst, dass dir zeigt, wie man dich kurz mal hops nimmt ohne Sofa-Lein. So muss sein, du hast groß geredet wie der mies gehypte 10 Minuten Podcast-Talk für Kategorie von Seite. Du hast mich gefrontet, doch hast selber nach dem Kampf gesucht. Plötzlich redest du dich raus, ich wär nicht relevant genug. Meine Fans sind Fans von mir, ich wollte das selbst schaffen. Du warst immer nur Backup von den Rappern, die die Fans hatten. Es geht weiter, bis es auch in Dubai durch die Gänge halt. Der Musa ist ein Wendehals. Kennst du? Reich, Bruder. Geil. Ist alles nur Spaß, Boy. Deutsche Rapper haben wieder keinen Humor. Ist alles nur Spaß, Boy. Dein Kopf in zwei Hälften und diese zwei Hälften wieder in zwei Hälften. Wie viel ergibt das? Ja, multipliziert. Wenn du hier die Wurzel ausrechnest, wo sind wir dann? Bei 4. Wurzel von 8 ist was? 4. Wurzel von 8, nicht durchgeteilt durch 2. Ah, da sind wir bei Mathematik. Und Mathematik ist ja meine Stärke. Ja? Natürlich. Ich bin ein Mathe-Genie. Das sind sinnlose Zahlen für mich. Das sind für mich einfach nur Zahlen, mit denen ich nichts anfangen kann. Davon werde ich nicht satt, davon kann ich mir nichts kaufen und nichts. 1 + 1 = 3. Nein, wir haben Bösemann. Wir haben einen Bösemann, Alter. Der nur, der sozusagen im Endeffekt nichts im Tipp am Hut hat. Der irgendwo vor 20 Jahren mal irgendwie so ein Beef mitbekommen hat zwischen Agro Berlin und Optik Records, so hängen geblieben ist auf diesem Scheiß. Du weißt, Shopmusik und Agro Berlin Beef. Der hat immer noch irgendwie so ganz tief in seinem Unterbewusstsein verankert, so du musst einfach nur laut sein, musst doch nicht besonders was können. So, hat dann auch irgendwie so 50 Cent mitbekommen, so aus dem 2004, der trägt eine kugelsichere Weste, redet von Schießen und redet nochmal, macht Ja Rule fertig. Aber checkt, aber versteht die Kultur dahinter nicht, das Niveau, den Swag. Da ist null Swag. Das ist nur so. Ja, das ist halt nur, genau, nur die Oberfläche davon. Es ist nur keine Kultur, gar nichts. Es ist so, weiß nicht. Es hat einfach mit Hip-Hop nichts. Nichts mehr. Und dann ist es nur noch Trash-TV. Gescheiterte Existenzen. Die sagen, ich bin Rapper, aber in ihrer Musik haben die unter 10.000 Hörer auf Spotify. Das müsst ihr euch mal geben. 10.000 Hörer auf Spotify, sogar weniger. Das heißt, wenn ich mich hier am Hauptbahnhof hinstelle, oder am Kölner Dom,
da habe ich mehr Zuhörer. Du kriegst kaum Luft beim Universum-Kampf wie Darth Vader. Ich trainiere mit 50 hier rede, ja, hier und Herausforderungen mache auf Twitch. Ein Angebot, Blair und Farid Bang, beide zusammen gegen mich. Lasst mich doch in Ruhe mit solchen Versagern. Arbeitet euch hoch, bringt einen Hit, habt Erfolg, kommt in die Charts, seid relevant. Danach ich euch. Dann werde ich euch eure Mütter alles beleidigen. Aber Leute, einfach jetzt von der als Quereinsteiger, du kannst auch nicht im Ascheplatz spielen und nachher sagen, ja, ich will jetzt zu Real Madrid. Bei Flair hat auch so ein Ding, also ich kenne auch keinen einzigen guten Diss-Track von Flair. Lass mich kurz überlegen. Ich fand Schrei nach Liebe, fand ich sehr stark. Was gibt's da noch? Lass mich kurz überlegen. Und jetzt sag nicht No-Name, Alter. Ich weiß, was du meinst. Na, also No-Name war, sagen wir mal, als Track von Flair am Bushido im Dezember. Nach wie vor hammerharter Diss-Track, ja. Hammerhartes Ding, Alter. Beat, mega gefährlich. Delivery, endkrass. Lines, brutal. Gegnerbezug, 10 von 10. Deine Frau, sie ist der Mann im Haus. Fliegt alleine in den Urlaub. Gegnerbezug, 10 von 10. Und jetzt sag nicht No-Name, Alter. Ich weiß, was du meinst. Wer da bringt der ganze Kader? Gegnerbezug, 10 von 10. Steuerschulden. Ach, Marvin, Kalifornien. Nichts außer ein kleiner Bushido-Bläser. Du bist nichts außer ein kleiner Bushido-Bläser. Und du bist generell, tu mal Bushido-Zeit, du bist generell nichts anderes als ein Bläser. Redest mir von Kalifornien irgendwo, allem, geh mal schlafen, ja. Walla billa, ja, was ist das für ein Mensch? Was bist du für ein Mensch? Ihr geht, er macht, stellt euch vor, ihr seid eine Braut, er macht so sein Hemd auf so und zeigt euch so seine Brust. Eine Brust, Digga, einfach so ein, wie eine Ziege, Digga, die geschabt wurde, so, ja, wo das Fell abgemacht wurde, der Rest bleibt übrig. Alles nur Spaß, Boy. Deutsche Rapper haben wieder keinen Humor. Irgendwo unterwegs, irgendwie so auf Party und dann hat der so Mädchen angebaggert. Und ich chill so mit ihm und er redet mit so einer Olle und die Olle fragt ihn so, ey, wie heißt du? Er sagt so, Anis, wie das Gewürz. Und ich sitze daneben und ich denke mir so, du, wen willst du gerade, Alter? Du kannst doch nicht, wenn du mit deinem Kumpel, schämst du dich nicht vor deinem eigenen Kumpel, wenn du gerade so dich komplett verstellst vor irgendeiner fremden Eulen? Was für ein Anis wie das Gewürz? Bist du behindert? Deine Mutter hat dich Anis genannt. Wie das Gewürz. Seine Frau nennt ihn Anis, er heißt nicht Anis, er heißt Anis. Anis ist irgendwie nicht hinbekommen. Er heißt nicht Anis, er heißt Anis. Anis hat, Deine Mutter hat Anis gesagt. Er hat 35 Jahre lang in seinem Leben, hat jeder Anis zu ihm gesagt. Anis kommt an. Er heißt nicht Anis, er heißt Anis. Erst ab dem Tag, wo diese Troller da in die Welt gekommen ist, machen die jetzt so einen französischen Dialekt daraus, oder was? Und ich heiße übrigens Anis, mir ist letztens ein Video von Flair, Alter, ist mir da wieder aufgeploppt, Alter. Da wollte der erklären, wie mein Name ausgesprochen wird. Philosophiert, dass ich nicht Anis heiße. Was für ein Anis wie das Gewürz? Bist du behindert? Deine Mutter hat dich Anis genannt. Wie das Gewürz. Seine Frau nennt ihn Anis, er heißt nicht Anis, er heißt Anis. Anis ist irgendwie nicht hinbekommen. Er heißt nicht Anis, er heißt Anis. Weißt du, wer ich bin? Anis, Shishi. Schau mich an, sagte sie plötzlich sehr ernst. Philosophiert, dass ich nicht Anis heiße. Anis macht die Augen auf, gestern ist nicht heute. Ja, Anis macht die Augen auf. Anis macht die Augen auf. Bürgerlich Anis Fashishi. Er heißt nicht Anis, er heißt Anis. Was ist Anis, was ist Bushido? Das frage ich mich ja selbst. Das frage ich mich ja selbst. Anis macht die Augen auf. Und ich heiße übrigens Anis. So Anis. Ich bin der, ich bin. Anis Fashishi. Seht hier gerade vor euch sitzen den allergrößten Sommerhaus der Stars. Ja! Ich liebe das, ich will ja selber da rein. Wirklich? Ich schwöre auf meine Mutter, ne? Ich will da unbedingt rein. Aber ich und dann kommt die Unterschrift auf den Mitwirkungsvertrag. Also ich würde sehr, sehr gerne mitmachen. Ich kann mich nur wiederholen. Ich mag das Format sehr. Nur gemeinsam mit meiner Frau. Ich möchte nicht irgendwo solo auftreten. Ich würde meiner Frau irgendwo zugucken, wenn du jetzt irgendwo mitmachen würdest. Wo zugucken, wenn du jetzt irgendwo mitmachen würdest. What? Wo zugucken, wenn du jetzt irgendwo mitmachen würdest. Warum ich, denn? So, ich finde das lustig. Ja, genau. So. Danke. Warte. Meine Depression, ich war die letzten 2 Monate, gehe 3-mal die Woche für eine Stunde
zu jemandem. Weißt du, warum ich mit diesem Hurensohn Bones ein Beef angefangen habe? Weil er mich genau für diese Situation ausgelacht hat und deswegen fick ich seine Mutter. Ich habe ja auch so einen Schritt jetzt letztes Jahr, dieses Jahr schon gemacht, wo ich auch gesagt, ey, hör mal zu, ich bin krank. Ich habe Depressionen. Lasst mich alle in Ruhe. Seitdem habe ich auch Ruhe. Ich habe das Video gesehen. Ja, danke, dass ihr euch da amüsiert. Ey, das ist voll. Tut mir gut, es gefällt mir. Ja, das tut mir weh. Wirklich. Typ ist ein, wenn du so willst, ein Psycho, Alter. Kein Respekt, mein Freund. Ich hab doch selber so eine Situation gehabt, wo der das echt Schmerz redet, aber bei einem anderen lacht der. Kennst du das? Hör mal zu, ich bin krank. Ich hab Depressionen. Ach so. Ich hab auch gesehen, wie er gerade anfängt zu grinsen. Yeah. Der Unterschied zu einem Nicht-Narzissten besteht schlicht darin, dass der Narzisst im Laufe seines Lebens gelernt hat, Empathie ein- und wieder auszuschalten, je nachdem, welcher Modus ihm gerade nutzt. Das war echt. Das war, Bruder, das war von Herzen, Bruder. Ja. Weil der ist krank. Weil der ist krank. Ich schwöre. Ja. Ist es wirklich so ein ekliges Gefühl gewesen? Das Video ist online gekommen, wie ich mich 3 Tage lang gefühlt habe. Und das war nicht so schlimm wie gerade eben. Ich werde jetzt Bones dafür dissen, weil er sich über mich lustig gemacht hat, aber er macht das Gleiche bei dir. Oder wir dürfen wenigstens rausgehen. Achso, wer darf denn hier nicht rausgehen? Ja, du, oder? Ja, echt? Ich? Ja, Frank und so. Was weißt du denn überhaupt? Direkt. Er geht ohne Ansatz auf Mutter, Alter. Was weißt du überhaupt über mein Leben, dass du kleiner und so sagen kannst, du darfst rausgehen? Ey, warum bist du so hektisch? Weil. Warum bist du so hektisch? Oh mein Gott, darüber habe ich schon 17 Mal gelacht. Ich kann nicht mehr, das war eines der besten Dinger. Weil deine Mutter eine Hure ist, deswegen bin ich hektisch. Ey, Bushido. Ja, wollen wir Thema wechseln? Nee, wollen wir nicht Thema wechseln. Red doch mal weiter, Frank. Frank Costello, ja, nee. Erst provozieren sie dich und wenn dann mal ein bisschen Gegenwind kommt, dann fangen sie alle an rumzuheulen, Alter. Dann zeigen die jemanden an. Ja, Ali, du kleiner Sohn, Alter, denkst du, bist irgendwie lustig oder so? Der hat mal deine Fresse, woher die Eier kleiner durch? Ich hab den entfernt. Ey, Witze über Polizei ist nicht okay. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Personenschutz und die Beamten, die dort in diesem Personenschutz arbeiten, dass das auch wirklich absolut tolle Menschen sind. Das macht man nicht. Als Vater kämpft er jetzt für seine Familie. Und jetzt sind es halt LKA-Beamte. Die hat meine Kinder morgens zur Schule fahren, Alter. Das macht man nicht. Die Dokumentation. Bushido gegen die Clans für die Familie. Mein Problem ist, ich glaube, ich könnte auch einen Lügendetektor austricksen. Verstehst du, was ich meine? Und ich würde trotzdem lügen. Und der würde es nur einfach nicht merken. Verstehst du, was ich meine? So, ich bin einfach ehrlich. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Sie sind verurteilter Steuerhinterzieher und Versicherungsbetrüger. Ist der Gangster-Rapper die Kunstfigur oder der Familienvater? Die Kunstfigur Bushido, der Gangster-Rapper, der den Leuten schlimme Wörter an den Kopf wirft, dass das wie so eine Art, ja, Faschingskostüm im Schrank hängt. What? Das wie so eine Art, ja, Faschingskostüm im Schrank hängt. Ah. Und manchmal hole ich das raus, ziehe ich an und dann mache ich Party und dann geht es auch wieder weg. Trita, tulala, Trita, tulala, Trita, tulala, der Kasperle ist wieder da. Wenn die Hunde wieder rennen, weißt du, Sony bounce den Beat. Wer verdickte über eine Tonne Kok? Sieh, dein Vater hat keinen Mann gemacht, denn du... So. Eichberg. Dein Vater hat keinen Mann gemacht. Was ist das für ein ekliger Satz? Mann, du Kelp, ich hab dich gefüttert für nichts. Was hab ich dich auf die Welt gebracht, du Hurensohn? Du hast mein Geld gefressen für nichts, du Hund. Für was hab ich dich in Schule gebracht?
Für was hab ich deine Pampers gewechselt, ja, so Kalb? So nimmst du meinen Hack. So dankst du mir für nix. Ein Haram für nichts. Meine Brees sind mit ganz am Black und sie feuern auf Beamte ab. Digga, easy. Feiern! Ja. Warum hast du meinen Hack gefressen, du Hund? Hab ich dir nicht das Leben geschenkt, ja Kalb? Hab ich dir nicht Pampers geholt? Hab ich dich nicht auf und direkt noch rausgeholt, als sie dich gehänselt haben, ja Maniac? So dankst du mir? Du Hund! So dankst du mir? Ich kann nicht mehr. Ey, kann man. Einer schreibt, bist du nicht aus meiner Eier gefallen? Hab ich dich nicht in meine Eier gelassen? Hab ich dich nicht rausgelassen von meiner Eier? Sag mal. Okay, haben wir noch einen für mich? Okay. Hätte ich dich lieber ins Taschentuch getan, du Hund. Hätte ich in Tempo investiert, ja, Kara. Ja, Bushido, eine Frage. Wie lebt es sich so als Zeuge? Was für jeder deiner Freunde, fick jeden meiner Freunde. Ich wollte dich mal fragen, Bro, wie lebt es sich als Zeuge? Wait a minute. Die Doku zeigt auch, wie Bushido immer wieder mit psychischen Problemen zu kämpfen hat. Er bekommt Panikattacken. Es lebt sie gut. Ich glaube, ich ein richtiges Trauma hatte. Wirklich ein Trauma. Und danach ging es ja auch wirklich steil bergab mit ihm. Ganz ehrlich sagen, einmal waren wir in der Wüste, wir wollten ein Video drehen, da muss ich abbrechen, da ging's nicht. Lass mich in Ruhe, du kannst dich auch nicht mehr so auf einen Punkt konzentrieren. Es waren so unterbewusste Dinge, die dann passiert sind und irgendwann merkst du, boah, jetzt bin ich krank. Halt eben nicht auf Grippeebene, sondern auf, ganz ehrlich sagen, Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Und er geht immer noch in Musikvideos und sagt, ja, Gangster-Rapper hier, Gangster das, ich hab die Straße, dies, das und bei mir dies, das. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist wirklich sehr schlimm. Es ist sehr schlimm. Gangster-Rapper. 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 Scheiß drauf. Scheiß drauf. Machen wir mal kurz einen Beat an, an dem wir gerade gearbeitet haben und bei dem wir gerade überlegen, ob wir da jetzt machen oder nicht machen und so. Vielleicht mal ganz kurz für euch zur... Da bekommen, Alter. Wem willst du was erklären? Letztes Jahr heulen Leute bei Stern TV, bei Spiegel TV, dieses Jahr sind die wieder mit Clan, dann wieder. Ich finde, es ist jetzt einfach wirklich mal, wer es jetzt nicht begriffen hat, so Bruder, dem kann ich nichts mehr erklären. Kennst du, wenn du so irgendwas erklärst, du bist dann noch mehr behindert. Wie Bushido und seine Frau da auf der Couch liegen, finde ich auch halt auch peinlich. Das ist alles nur Spaß, Boy. Deutsche Rapper haben wieder keinen Humor. Das ist alles nur Spaß, Boy. Ich komme immer härter als zuvor. Ist alles doch nur Spaß. Rapper haben keinen Humor. Vielleicht auch Leute, die mir einmal im Jahr zum Geburtstag gratulieren und das ganze Jahr sich nicht blicken lassen. Weißt du, was willst du mit solchen Leuten? Ich verrückt, sind die anderen verrückt, ist die Welt verrückt. Du weißt ja nicht mal, was du glauben sollst, Bruder. Du weißt nicht, was du glauben sollst. Wenn eine Frau ist, ne, wallah, die ist auf meinen Kopf. Ich trage sie, wohin sie will. Mit 43 mit einer Horde von Kindern und einem Hund schreiend durch rein rauszulaufen? Ist das dein Ziel gewesen? Ich meine, wenn du wenigstens da wohnen würdest. Du wohnst noch nicht mal da in Duisburg. Du wohnst wieder in Dümpten über deinen Eltern. Ja, wohlbehütet mit Wiese, fliegenden Schmetterlingen, einem Pool im Strebergarten. Und von dort aus machst du Promo für dein Ghetto-Album. Es ist so paradox, widersprüchlich, was ich einfach... Egal, ob ich für euch ein Frauenschläger bin oder nicht, so, es juckt mich halt einfach nicht. Der abonniert mich, hatet mich, disliked dieses Video, spuckt mich auf der Straße. KuchenTV, natürlich, also ich glaube, jeder intelligente, erwachsene Mensch hat natürlich was gegen Kuchen. Komme, wird das Maul gehalten. Drittens,
laber mich nicht voll. Du hast immer wieder gesagt, wie krass deine Tracks werden, wie heftig, und keiner kann wissen, ob du auf dem Beat funktionierst oder nicht. Du hast die Erwartungen einfach hier hingeschraubt. Und dann bringst du einen Track, der hier unten irgendwo ist. Es ist doch klar, dass dich die Leute dafür kritisieren. Ich bin Meinungsblogger, warum bist du gerade mich? Obwohl das, was ich mache, lediglich Berichterstattung ist. Wir haben Brüder wie Marvin, ihr habt nur Hintermänner. Wir haben Brüder wie Marvin, ihr habt nur Hintermänner. Und dann, wie Twizzy so eingeblendet wird, als wird jetzt der Terminator kommen. Da kommt einfach Twizzy, der selber auch, keine Ahnung, 1,59 groß ist. Ich meine, so, das ist halt Abo-Intellektueller, so, was willst du gegen den machen? Ey, most reposted, habe ich das Gefühl so. Ja, also es gibt Rapper, von denen ihr gar nicht glauben würdet, dass die diese ganze Scheiße verfolgt haben und auch verfolgen. Es rufen mich Rapper an und immer sagen die, ey, es gibt einen auf TikTok. Und ich sag immer, ja, ich weiß, Abo, ne? Abo, ja, ich glaube ja. Die halten sich aber natürlich so, die haben keinen Bock auf den Scheiß, doch klar. Aber die hören sich das, sie ziehen sich das rein, die lachen sich tot. Belasch, mach mir nicht auf Knast und Ghetto, du bist eine Nullnummer wie Russell Westbrook. Du weißt, was ich will? Ich will in meinen Interviews in TikTok gehen, am Handy. Ich mach nur Spaß. Walla Krise, allen hilfst du ihn hoch, aber selbst bleibst du lieb. Rein. Ich guck so, hä? Oh, Gentleman. Er kommt so. Sag nicht Farid. Dicker, komm zu mir, wir müssen mal reden. Ich muss unbedingt mit dir reden. Ich sag, was los? Krass, Gentleman will mit mir reden, Alter. Krass, ich hab's geschafft. Ich guck dir in Twitch. Ich denk mir so, oh mein Gott, Gentleman, guck in seinen Twitch. Oh nein, manchmal hängen wie Penner so. Wir haben manchmal kein. Du hast doch überhaupt keinen Sinn. Er kommt zu mir, ich muss mit dir reden wegen Farid. Dann hat Gentleman mir die Geschichte erzählt. Irgendwie erst hat er mit. Gentleman hat einen Sohn, der hat dann ein Foto mit Farid gemacht. Ja, Farid war voll nett. Kam diese Kacke da. Dann hat Gentleman sich negativ Farid gegenüber geäußert in der Bild. Und ich denke mir nur so die ganze Zeit, Alter, krass. Ich dachte, der redet jetzt über mich und wie cool ich bin und so. Und lass mal ja, Farid machen. Und so, aber was mit Farid mir? Ich bin auch cool. Ich kann mit Farid reden, ich frag ihn und so. Und ich denke mir nur so in meinem Kopf, egal was ich jetzt Farid sagen werde, ja, Farid wird gleich sagen, der. Meine Mutter. Da machst du doch sofort Postes und sagst, ey Leute, hab ich nicht gesagt. Das habe ich natürlich nicht gesagt. Ja, genau. Das habe ich auch nie so gemeint. Bla, ein Anruf, bla. Das hätte ich von ihm auch erwartet, wenn er sagt, ey, ich feiere dich, wir sind cool. Oder wenn der sagt, die haben mich falsch zitiert. Hast du Gentleman verziehen? Er hat bei Flair rumgeheult. Das glaubt der Gentleman ja wohl selber nicht, dass der da aus der Nummer so einfach rauskommt. Der alte Rotzlöffel. Den ziehe ich nur die Ohren lang. Der ist ganz schlau. 5 Jahre hatte der sich nichts zu entschuldigen und will nichts sagen. Und jetzt auf einmal, ah, oh, das war ein Missverständnis. Hör mal zu, Gentleman, du kleiner Rotzlöffel. Ne? Also, Gentleman, du kannst froh sein, dass wir jetzt hier auf Twitch sind. Sonst hätte ich zu dir was ganz anderes gesagt als Rotzlöffel, ne? Das weißt du ganz genau, was ich da zu dir gesagt hätte. Ne? Und das hat gar nichts mit dem Löffel zu tun. Sondern das hat mit der Person zu tun, die dich mit dem Löffel gefüttert hat, du kleiner Rotzlöffel. Damals, vor 60 Jahren, wo du noch ein Kind warst. Also, komm mir nicht mit so faulen Ausreden. Mit, ja, die Presse hat das verdreht und die Zeitungen haben das falsch geschrieben. Hör mal, ich habe in meinem Leben schon viele Statements und viel Sch*** gelabert. Und da hat noch nie jemand meine Worte verdreht. Das Einzige, was dir wirklich verdreht wird, ist, glaube ich, dein H***, wenn ich dich einmal treffe. Da kannst du wirklich einen Sprint machen. Ne? Hier mit dem Krückstock. Das war alles doch nur Spaß, Boy. Wir kommen immer härter als zuvor. Das war alles doch nur Spaß. Rapper haben keinen Humor. 8 Uhr und dann müsste ich noch früher aufstehen. Ja. Alles entspannt und plötzlich bist du dann einfach rausgestürmt und alle dachten sich so, ah, okay, sie geht bestimmt sich kurz frisch machen oder so. Also ich war davor richtig verrückt. Ich kannte jeden Spieler in der ganzen Bundesliga und jede Mannschaft und habe so viel geguckt, wie ich nur konnte. Man sieht es halt auch in deinen Sachen so auf jeden Fall, dass da nochmal eine extra Meile gegangen wird und so. Das ist schon offensichtlich für jeden, der sich ein bisschen auskennt, glaube ich. Ich muss nur sagen, irgendwie, ich warte die ganze Zeit auf den Dirty Talk, ehrlich gesagt. Holst dir diesen Pyjama und diese...
den verdammten Socken, Mann! Ich raste doch raus, Alter! Was ist das hier? Wie kann man Geld für solche Socken ausgeben, Alter? Mann, ey! 150 Euro. Komm, dann nehmen wir da auf. Warum? Die Vollidioten kaufen doch wirklich jede... Und du siehst damit aus wie der letzte... Wie ein Obdachlose und du hast dir für 100 Euro Klamotten gekauft. Sieht dir echt aus wie der Pyjama von einem Großvater, den er dir da vererbt hat vor 30, 40 Jahren. Ist schon offensichtlich für jeden, der sich ein bisschen auskennt, glaube ich. Shindy, du selber, wenn du das siehst, was glaubst du, wenn du zu mir nur drei Silben von dem, was du gerappt hast, wenn der das vor mir sagt und ich schwöre es dir bei Gott, wenn du das schaffst, dann zu stehen, lege ich meine Karriere auf den Tisch. Hilflos vor dir zu stehen. Bruder, im Internet können die Leute nur sowas machen. Das ist, was für mich zählt. 8 Tipps bei einem Cappuccino, bei einem Espresso. Kann dem einer sagen, dass man, wenn man ein bisschen Kultur hat, ein normaler Espresso sind 2 Sips. Ein doppelter sind, okay, 4 Sips. Kann ihm bitte einmal sagen, dass man nicht 8 Sips an einem Espresso macht, Alter, dass es sogar kulturell bei den Italienern eine Sünde wäre? Ja, ein bisschen vielleicht. Deutschrap pisst in seine Gaming-Stühle. So. Ey, holt euch mal ein paar vernünftige Stühle. Wie sieht das aus? Und die Stühle, du hast über Stühle gesagt. Guck mal, da soll man den Stuhl hier checken. Was es hier ist. Ich hab hier nicht irgend so einen Gaming-Stuhl. Simes! Von welcher Marke ist mein Stuhl? Hermann Miller. Yo, Shindy, this is a Hermann Miller. Google Hermann Miller. Ich kotze nur welche 1,50 Meter Typen an, die mir was vom Player-Rap erzählen. Ich rappe nicht über eine Song, die ich ficke. Mann, wen überhaupt? Du bist 1,50 Meter. Du stehst, die Olle sitzt auf dem Stuhl, du bist genauso groß wie sie. Ey, nix gegen über kleine Leute. Lana, hast du uns gibt. Digga, er ist klein, aber der Name Hengst. Oh. Ehrlich jetzt? Der ist nicht zufällig da. Das heißt, er ist eine so- du bist auch kein Rapper. Ich rede, wenn Rapper mit mir in die Competition gehen. Nein, damit das klar ist, sowieso Hurensohn will ich nicht sagen, ist gar nicht mein Language. Hurensohn will ich nicht sagen, ist gar nicht mein Language. Wait a minute! This one is ridiculous. It's over.